Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der Herr, sei mit euch. Liebe Gemeinde, heute am zweiten Sonntag in der Passionszeit habe ich Ihnen zwei Fragen mitgebracht. Sind Sie heute, am 28. Februar 2021, im Moment mit Gott zufrieden? Ja? Nein? Vielleicht? Die zweite Frage lautet: Und ist Gott heute mit Ihnen zufrieden? Ja? Nein? Vielleicht? Könnten Sie diese zwei Fragen jetzt beantworten? Ich nicht. Mal schauen, ob wir am Ende dieses Gottesdienstes einen Schritt weiter sind. Hören wir das erste Passionslied. Es gibt Stunden, Tage oder sogar Wochen, in denen wir uns einfach allein gelassen fühlen. Es ist, als habe Gott sich von uns abgewandt. Nichts will uns mehr so richtig gelingen. Auf unseren Äckern sehen wir nur noch Disteln und Dornen. Wo kommt das her? In uns werden Fragen laut. Ist das unsere Schuld? Haben wir Gott zuerst enttäuscht? In diesen Fragen nehmen wir Zuflucht zu Gottes grundloser Barmherzigkeit und bitten ihn: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und Güte. Wir rufen zu dir: Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Der barmherzige Gott hat sich unser erbarmt. Er hat seinen Sohn Mensch werden lassen und durch ihn uns gezeigt: Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht ohne Zeichen der Liebe. Ihr seid nicht ohne Weisung Gottes. Darum, wer an diesen Jesus Christus glaubt und wer getauft wird, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Lasst uns beten. Dreieiniger Gott, wir sind täglich in Gefahr an Leib und Seele und können uns selbst nicht schützen. Darum bitten wir dich, behüte uns. Lass nicht zu, dass Angst, Neid, Bitterkeit und Hass, Lieblosigkeit oder Unzufriedenheit uns besiegen.
Gib uns immer wieder Zeichen deiner Liebe und Zuwendung in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören das Evangelium für den Sonntag Reminiscere, aufgeschrieben bei Johannes im 3. Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Ehre sei dir, Herr. Lassen Sie uns miteinander auf die Worte des Evangeliums antworten und unseren gemeinsamen christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Liebe Gemeinde vor den Computern, Fernsehern und Handys, wie ist Ihre Stimmung heute Morgen? Sind Sie gerade guter Laune? Ihr Konfirmanden, seid Ihr gerade genervt? Seid Ihr Morgenmuffel und erst ab 12 Uhr ansprechbar? Oder seid Ihr in aller Frühe schon so gut gelaunt, dass Eure Eltern und Geschwister die Augen verdrehen? Meine Stimmung ist ziemlich durchwachsen. Und das hat wenig damit zu tun, ob ich ein Morgenmuffel bin oder nicht. Es hat mit der Gesamtstimmung zu tun, die ich wahrnehme. Letztes Jahr um diese Zeit war vom Coronavirus schon die Rede. Seit einem Jahr, so empfinde ich es zumindest, befinden wir uns in einer Achterbahn. Eine Achterbahn zwischen gruseligen und mutmachenden Nachrichten. Eine Achterbahn zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Eine Achterbahn zwischen Tatendrang und Kapitulation. Und die Achterbahn scheint noch nicht zu Ende zu sein. So richtig ist mir nicht zum Loben und zum Rühmen und zum Singen und zum Dankesagen. Unser Predigttext möchte dies aber. Wie kommt der Schreiber dieses Textes, der Paulus, im Römerbrief im 5. Kapitel dazu, so etwas zu schreiben? Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung. Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Soweit unser Predigttext. Gott segne unser Hören und Reden durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wie kommt dieser Paulus dazu, so etwas zu schreiben? Das Leben von Paulus gleicht ja auch einer Achterbahn. Schon lange will er die Gemeinde in Rom besuchen, aber immer ist irgendwas dazwischen gekommen. Aufgegeben hat er die Pläne noch nicht, obwohl überall Gefahren auf ihn lauern. Die Reisen über Land und Meer sind hochgefährlich. Und es gibt genügend Leute, die ihn umbringen wollen. Ihre brutalen Foltermethoden hat er bereits leider kennengelernt. Und die Christen in Rom, an die er schreibt, die leben auch nicht ungefährlich. Jeden Tag sind sie voller Angst, ob sie aufgrund ihres Glaubens nicht auch verfolgt und vielleicht sogar getötet werden. Und wie wird es weitergehen? Und ich glaube, diese Frage teilen wir auch mit dieser Gemeinde in Rom. Wie wird es weitergehen? Und genau in diesen Fragenkomplex schreibt Paulus, wir rühmen. Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch so guter Stimmung sein, obwohl er eigentlich nichts zu lachen hat? Es geht ihm dreckig. Und er könnte eigentlich um seine Sorgen auch dauernd herumhüpfen und sich hineinbaden. Und dann sagt er, wir rühmen.
Ein Schüler hat mich mal gefragt zum Paulus: Frau Glossner, hat der eigentlich was geraucht? Das Kraut will ich auch. Und ich habe geantwortet: Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es ein physisches Kraut war, aber vielleicht ein mentales, ein geistiges. Etwas, was von außen auf ihn zukommt und ihn nährt und sozusagen immer über seinen Sorgentellerrand hinausschauen lässt. Er sagt nämlich: Wir rühmen uns, weil wir einen Gott haben, bei dem wir in guten Händen sind. Anscheinend ist Paulus zufrieden mit Gott. Und ich glaube nicht, dass er das schreibt, weil er sich wichtig machen will, sondern er will der Gemeinde, vielleicht auch sich selber, wer weiß, Mut machen. Wir rühmen uns, weil wir einen Gott haben, bei dem wir in guten Händen sind. Das, liebe Gemeinde, ist ein Riesenbekenntnis, ein Glaubensbekenntnis. Könnten Sie das heute hier auch sagen? Fühlen Sie sich in Gott geborgen? Liebe Gemeinde, das mit dem Brief ist 2000 Jahre her, ein riesiger Abstand zeitlich. Aber ist es auch ein großer Abstand inhaltlich? Ich bräuchte oft so einen Paulus an meiner Seite. Und wenn ich auf das letzte Jahr schaue oder auch auf so einiges in meinem Leben, da fällt mir auf Anhieb nicht so viel Grund ein zum Lachen und Rühmen. Vielleicht ist auch meine Perspektive eine sehr eingeschränkte. Die Frage bleibt, wie damals in Rom, wie sieht die Zukunft, unsere kommenden Monate und Jahre wohl aus? Sind Sie gerade zufrieden mit Gott, mit sich, mit Ihrem Umfeld? Wie viele Eltern schreien mittlerweile genervt herum: Jetzt räum endlich dein Zimmer auf, kannst du nicht mal was anderes machen, als auf dein Handy schauen? Wie viele Paare bekommen sich in dieser so dünnhäutigen Zeit in die Haare und nörgeln aneinander herum? Wie viele Menschen würden gern anders aussehen, wären gern wohlhabender, gelassener, selbstbewusster, hoffnungsfroher? Wie viele Menschen wären gern weniger krank, mit weniger Schmerzen geplagt, weniger mit Einsamkeit und Tod konfrontiert? Und dann hören wir an jeder Ecke: Bleiben Sie gesund. Ja, wenn das immer so einfach wäre. Was macht dieser Paulus, dass er so zuversichtlich ist? Er schreibt ja beinahe freche Sätze. Und ich glaube, diese Antwort liegt in seinem Eingangssatz. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das ist für mich ein ganz großartiger Satz. Übrigens hat den, glaube ich, Martin Luther ungefähr 10.000 Mal durchmeditiert. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben, also quasi nicht durch uns, sondern durch etwas, seine Beziehung zu Gott. Dieser Satz ist so gewaltig, dass es einem die Sprache verschlagen kann. Ich verstehe diesen Satz so: Wir Menschen schaffen es auch bei noch so starker Anstrengung nicht, vor Gott sozusagen super dazustehen. Irgendwas ist doch immer. So ist das Leben. Gott könnte dauernd unzufrieden mit uns sein. Unser Leben ist krumm, oft zumindest, und unsere Wege in dieser Zeit auch nicht sehr gerade. Und wo dieser Weg hingeht, das kann ich auch nicht sagen. Wir machen uns auch im Jahr 2021 jeden Tag irgendwo schuldig. Das ist so, weil wir Menschen sind. Luther hat immer darauf gesagt: Sündige tapfer, aber glaube noch tapferer. Das war Luthers rettender Gedanke. Schau auf diesen Christus, schau auf Gott und nicht auf das, was dir den ganzen Tag so über misslingt. Und ich will mich mit Paulus und Luther an diese Verheißung dranhängen. Nicht ich mache da irgendwie was gerade, sondern Jesus Christus. Der läuft da sozusagen in meinem Leben mit und regelt das Ganze. Wir sagen ja auch, Gott lässt etwas gut sein. Die Christuskraft richtet sich sozusagen
so und stellt sich so auf, dass wir sozusagen wieder gerade uns hinstellen können innerlich. So wie man im Dialekt ja auch sagt, ich gehe zum Auto richten. Da wird auch so manche Beule am Kotflügel repariert. Da wird neu lackiert. Da werden die Bremsscheiben erneuert, damit man beim TÜV auch durchkommt. Und so, genau so stelle ich mir meinen Lebensweg und auch das Ende meines Lebensweges vor. Ich will nicht denken und glauben, dass am Schluss von meinem Leben so ein Richtergott am besten noch mit so einem Schwert da sitzt und sagt, so, Frau Glossner, auf geht's in die Hölle. Ich glaube, dass Christus da steht und sagt, das passt schon, ich habe das gerade gerückt. Das Krumme erscheint jetzt wieder nicht mehr krumm. Und bis dahin, liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wann es soweit sein wird, möchte ich üben. Ich werde auch nicht müde zu sagen, dass ich uns als Gemeinde, als eine Übungsgemeinde sehe, als eine Übungstruppe, die nun mal unterwegs ist. Und das macht mir auch Mut. Wir üben. Wir üben diese Zusage, dass Gott uns in diesem Christus sozusagen unseren Weg wieder gerade macht. Der Paulus geht noch weiter, da komme ich leider immer nicht mit. Der Paulus sagt, Trübsal bringt Geduld und Geduld bringt Bewährung. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass mein zweiter Vorname Ungeduld ist. Ich bin nicht Paulus. Aber ich möchte mit ihm zusammen üben. Ich will üben mit Ihnen, liebe Gemeinde, zusammen vor dem Bildschirm. Ich möchte nicht müde werden zu sagen, dass wir Christen diese Übungstruppe sind. Wir üben Liebe zu uns selber, zu anderen. Wir üben Versöhnung. Wir üben das Miteinander. Wir üben Beten und ja, auch Geduld haben. Ich möchte mit Ihnen diese Grundstimmung einüben, von der Paulus erzählt. Ich möchte mit Ihnen Hoffnung einüben. Ich möchte mit Ihnen Lebensfreude einüben. Gerade wenn es äußerlich nicht so ausschaut. Jeden Tag aufs Neue möchte ich mit Ihnen das zusammen üben. In jedem Gottesdienst treffen wir uns, analog oder digital, um das einzuüben. Wir Christen eine Übungstruppe. Was üben wir noch? Wir üben die Erinnerung und die Selbstvergewisserung, dass dieses Ostern auch für uns gilt. An Ostern hat Gott sogar dem Tod die Schneid abgekauft. Und wir feiern dieses große Fest in ein paar Wochen und im Kleinen feiern wir es jeden Sonntag, zum Beispiel heute. Sonntag, der Tag der Auferstehung. Und wir sind am 28. Februar 2021 auf dem Weg Richtung Ostern. Wir sind die Übungstruppe, die in der Fastenzeit versucht, Trauriges, Schmerzhaftes anzuschauen, aber es dann doch an Gott weiterzugeben und zu hoffen, dass es sich verwandelt. Und wenn man sich, das muss ich auch üben, wenn man sich in diesen großen Zusammenhang stellen kann, dann verliert für mich meine eigene Sorge und meine eigene Achterbahn an Druck. Dann werde ich ruhiger. Und böse Überraschungen können mich nicht mehr so tangieren. Ich werde wieder fester. Ich kriege Grund unter meinen Füßen. Und wenn ich in diese österliche Bewegung mit hineingenommen werde, dann kann ich wieder durchschnaufen. Und schaffe es zumindest manchmal, destruktiven Gedanken und Sorgen ein Stoppschild aufzustellen. Und ich erinnere mich dann, wie mit vielen Psalmbetern und vielen Geschichten der Bibel, dass Gott es schon ganz oft mit dir und mit mir sehr gut gemeint hat. Wir Christen, eine weltweite Übungstruppe. Hans-Dieter Hüsch, der große Wortkünstler und Gebeteschreiber, war ein sehr geübter
in dieser Trainingsgruppe. Seine Füße waren physisch verkrüppelt, aber sein Geist und seine Seele waren es sicher nicht. Hüsch übte die Erinnerung, die Freude und innere Gelassenheit sein ganzes Leben lang ein. Folgender Text ist Zeuge seiner Trainingskunst. Ich lade Sie ein, mit mir innerlich mitzusprechen. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich sing und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. So sei es. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Als auf Jesus' Schulter von der Welt verflucht, war zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht, spring ist seine Güte, gnädig sein Gericht. Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie herzlich einladen zu unseren nächsten Gottesdiensten, die Sie im Internet oder auch im Fernsehen hier aus der Christuskirche mitfeiern können. Am 14. März wird Frau Dekanin Lubomirski mit Ihnen den nächsten Parallelgottesdienst feiern, also zur gleichen Zeit hier in der Christuskirche und online über unsere Homepage. Am 28.03., also am Palmsonntag, wird dann der nächste Mini-Gottesdienst für Kinder im Vorschulalter und ihre Eltern freigeschaltet. Dieser Mini-Gottesdienst wird nur über die Homepage stattfinden. Auch da haben sich im Advent viele Kinder und deren Familien einladen lassen. Wir würden uns freuen, wenn Sie zur Gottesdienstfeier mit den Kindern wieder mit dabei sind. Und hinweisen möchte ich auch schon auf den 3. April. Am Karsamstagabend wird wegen Corona dieses Jahr schon die Osternacht gefeiert, und zwar voraussichtlich um 22 Uhr. Diese Osternacht feiern mit Ihnen aus der Christuskirche unsere Dekanin Nina Lubomirski und unser Landesbischof Bedford Strom. Seien Sie auch dazu herzlich eingeladen, über das Bayerische Fernsehen an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Diesen Gottesdienst können Sie dann danach auch wieder über unsere Homepage noch zu einer anderen Zeit ansehen. In dieser ganzen Zeit jetzt bis Ostern hin begleitet Sie unser kirchenmusikalisches Programm mit dem Namen Ostern fest im Blick. Durch die Passions- und Fastenzeit hin auf die Osterfeiertage und auf das Osterfest. Unser Kirchenmusikdirektor Volker Glossner und unsere Pfarrerin Susanne Glossner und einige andere
haben Musik, haben Texte für sie vorbereitet. In der Fastenzeit jeden Samstag und Sonntag und dann ab Gründonnerstag bis Ostermontag jeden Tag. Seien Sie auch dazu herzlich eingeladen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie einschalten. Hinweisen darf ich Sie auch noch einmal auf die Möglichkeit für unsere Online-Arbeit zu spenden. Wenn Sie auf unserer Homepage sind, finden Sie das entsprechende Zeichen, diesen gezeichneten Klingelbeutel. Wenn Sie darauf klicken, kommen Sie zu unserem Spendenportal und können für die Online-Gottesdienste, für die Kirchenmusik, aber auch für andere wichtige Zwecke spenden. Herzlichen Dank für all Ihre Gaben. So segne der dreieinige Gott unsere Gemeinde und alle ihre Glieder und Gäste nach dem Reichtum seiner Gnade. Lasst uns beten. Guter Gott, himmlischer Vater, du hast uns im Kreuz Jesu das größte Zeichen geschickt, das Zeichen des Friedens, der Versöhnung, der Liebe, der Hoffnung. So gib, dass auch wir im Frieden miteinander auskommen, dass wir es jeden Tag aufs Neue üben. Ja, dass auch deine Gemeinde ein Beispiel echten Friedens gibt. Mach uns stark, dass wir nicht müde werden, einander zu helfen, und mach uns frei von der Meinung, es bleibe doch alles nur beim Alten. Lass überall etwas wirklich werden von dem neuen Leben, das du der Menschheit im österlichen Jesus Christus schenkst. Vor allem lass deine Liebe erfahren, alle, die besonders leiden, die krank sind und Schmerzen ertragen müssen, alle, die in der Welt hungern und keine Arbeit haben, alle, die zur Untätigkeit verurteilt sind und sich unnütz vorkommen, alle, die einsam sind und verlassen, alle, die sich in Schuld verstrickt haben und alle, die durch Versuchungen gefährdet sind. Ihnen allen sei nahe durch dein Wort und schaffe ihnen Hilfe in ihren Nöten durch ihre Mitmenschen, auch durch uns. Stärke alle, die öffentliche Verantwortung tragen, dass sie sich mit ihrer ganzen Kraft für das Wohl der Menschen einsetzen und dass sie ihre Macht und ihren Einfluss in den Dienst der Gesundheit und Gerechtigkeit stellen. Vater der Versöhnung, Gott des Friedens, erhöre unsere Bitten und schenke uns deinen Frieden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns die Worte sprechen, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Tag, in die Woche, die heute begonnen hat, als Gesegnete. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.